Ja, hallo alle miteinander, wieder bei dem Let's Play von Lands of Lore, The Throne of Chaos. Ja, und letztes Mal waren wir mit den Minen fertig, in Urbish Mines, haben Paulson aufgesammelt. Oder Paulson, heißt er jetzt Paulson oder Paulson? Er heißt Paulson, ja. Er ist anscheinend ein halber Schwede. Oder vielleicht auch ein Kelte mit den rötlichen Haaren und dem Schnurrbart. Das ist ja alles sehr keltisch irgendwie, finde ich. So sieht er aus. Auch gut bleibt. Und ja, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist jetzt natürlich hier mit dem Cube, mit dem Valans Würfel, auch genannt im Deutschen, dann eben Skoshas Barriere zu durchbrechen. Ich wollte allerdings auch noch ein paar Gegenstände loswerden, tatsächlich. Ich habe so viel Öl hier verbraucht. Ich kann das eben hier einsetzen. Muss noch nicht wieder aufgefüllt werden. Okay. Okay, wir sind ja nicht direkt in der Mine. Das heißt, da wird das wohl noch nicht gebraucht. Also von daher, okay. Balzankapfel, den könnten wir noch verkaufen. Der ist ja nicht so gut. Aber lass mich nichts Falsches sagen. Hatte ich das nicht beim letzten Mal schon erwähnt? Moment mal. Naja, ist ein bisschen stärker als unser Säbel, aber der Säbel ist natürlich verteidigungsmäßig besser und ist definitiv nicht besser als unser Hammer, hey, Holzhammer. Also kann das Ding verkauft werden. Menschenknochen können wir noch loswerden. Stiefel werden wir dann auch nicht mehr brauchen, denn wir haben ja schon Zwergenstiefel auch. Also können die auch verkauft werden. Die Schuppenrüstung. Ich habe insgesamt alles was Besseres. Jo. Da ist dann auch klar, dass die weg kann. Zusammen mit dem Hemd von Paulson. Mitteilung Dagger in, Dagger out kommt mit. Bergwerkschlüssel 2. Tja, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Ich werde ihn wahrscheinlich auch wieder im Sumpf ablegen. Beselbecher habe ich 3 Stück jetzt schon. Aber der eine hat nur 3 Ladungen, sehe ich gerade. Dann kann der auch weg. Dann werde ich das auch nicht mehr länger mit mir rumschleppen. Bidibi. Einen überflüssigen Blutstein haben wir. Es fehlt bloß noch eine Zutat. Die kriegen wir in Yevel, in der Stadt. Aber da gehen wir jetzt noch nicht rein. Das hatte ich ursprünglich vor. Allerdings ist es, glaube ich, ratsam, wenn wir es nicht tun erstmal, sondern den weißen Turm so weit klären, dass wir zumindest das berühmt-berüchtigte Level 3 da geklärt haben. Weil da wird der Valens-Würfel, wie wir auch schon in Gladstone lesen durften in einem der Bücher, nochmal sehr wirksam sein gegen entsprechende Untote. Und ich glaube, Paulson ist gerade eingepennt. Und deshalb werde ich den noch nicht weggeben. Ich werde versuchen, die mit Smaragdwaffen zu töten. Weil ich glaube, das ging eigentlich ganz gut. Ja, die Axt kann auch weg. Wieder. Eigentlich ein nutzloser Kauf dann für mich mal wieder. Das ist ja nie noch nie passiert. Bogenpfadfinder. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht. Der kann auch verkauft werden. Hacke werde ich behalten. Ja, Ebenholzstab. Werde ich eintauschen. Grünen Totenschädel werde ich als Andenken behalten. Der kommt schön neben die anderen grünen Dinge. Kohleklumpen, Felsbrocken. Bleibt dabei. Ja, und der Bergwerkschlüssel, der kann halt auch weg dann. Okay, ich glaube, so können wir es machen. Also nochmal in den Sumpf, weil ja, das ist und bleibt unsere, nach wie vor unsere Handelsstation. Wir geben Conrad wieder seine Walküre, damit er uns entsprechend von lästigen Hornissen befreit, die sich hier schon wieder summend breit machen wollen. Wir werden noch ein paar neue Gegner jetzt treffen im Jüwelwald, denn wir verlassen den oberen Oppenwald zum Jüwelwald hin. So. Mögen wir nicht ersaufen, das ist Paulsons erster Besuch im Sumpf. Ich hoffe, die Gorka nehmen es uns nicht übel, dass wir einen weiteren, der eigentlich kein Held des Sumpfes ist, hier mit reinschleppen. Was glaube ich fast nicht. Das wäre auch sehr dreist. Wir bürgen für ihn, wir bürgen für Paulsons Qualitäten. Und weiterhin wird nur Bakata vom Sumpfgas traktiert. So, ich gehe nochmal zum
Sumpf-Waffenhändler. Das ist eigentlich so, wenn man es genau nimmt, der Waffenhändler, den man am meisten aufsuchen kann oder am meisten aufsuchen sollte tatsächlich. Und hier ist der Durchgang zu den Händlern. Okay, da ist der Bogenmacher. Was will er denn für den Pfadfinderbogen haben? Please, look at my wares. For Swamp Heroes, I sell everything at my cost. Schön, aber ich will eigentlich was loswerden. 40 Crowns. Nee, 40 Crowns, da will ich schon ein bisschen mehr dafür haben. 5 Crowns. Okay, er nimmt zumindest auch Waffen und sowas. 25 Crowns. Schuppenrüstung für 25, nein. 5 Kronen für das Hemd, nein. Beselbecher? I don't want that. Nö, was willst du vielleicht mit Blutstein? I don't want that. Nee, aber das glaube ich auch fast nicht, weil das ein Questgegenstand ist. 90 Crowns. 90 Crowns, okay, immerhin. Aber ich glaube, beim Schmied kriegen wir mehr. 60 Crowns. 60 Crowns für den Pfadfinder, das kriegen wir auch bei der Statue. I don't want that. Und den Rest will er nicht. Wir könnten eventuell noch einen Langbogen kaufen, aber ganz ehrlich, ich sehe nicht ein, warum. Weil Fernkampfwaffen, wir werden nochmal eine bessere Armbrust im Weißen Turm finden, also von daher. Und das Einzige, weswegen ich Fernkampfwaffen eigentlich nur mitnehmen würde, wäre, um das Gauner-Level, um den Gauner-Level zu steigern. Wobei Fernkampfwaffen natürlich effektiv sind gegen fliegende Gegner oder Gegner, die sich über uns befinden, aber die sind eigentlich selten ein Problem und wir treffen später auch nicht mehr so auf so viele von denen. Also von daher habe ich lieber den Inventarplatz frei dafür. Goodbye and come again. Come again, nein, werden wir nicht. Swamp Heroes are always welcome. Ich meine, wir können das sogar. Hierhin zurückkommen. Bis wir dann wahrscheinlich in Castle in Burg Chimeria sind. Aber warum? Ich sehe es nicht ein. Schlafen? Gut. Yay! Alle sind froh. Möget ihr nicht einpennen, meine Freunde. Ah. Ich sag's und Bakata hält ein kurzes Nickerchen im Stehen. Wo war jetzt der Weg? Ah ja, ich muss einmal hier unten lang. Vorsicht. Da. Und der grüne Schädel und Eisenschlüssel liegen hier noch rum. Ja. Ein Blutjuwel haben wir zu viel. Nochmal der Sumpf. Und Stufe 3. Ja. Mal gucken, ob das geht. Also, Pfadfinderbogen. Juwel geht nicht. Axt. Oh, das wollte ich eigentlich, das wollte ich eigentlich bei dem Waffenhändler verkaufen, wa? Oh, jetzt ist natürlich die Frage, wegen dem bisschen Geld da ganz wieder zurücklaufen? Ja. ich kenne mich, bin dann einer, der dann sagt, ja, dann laufe ich halt doch nochmal zurück. Eine weitere Schlafrunde für Bakata. Kann sich ein bisschen entspannen. Vielleicht. Doch nicht. So, und dann die erste Abzweigung hier war das. Ja. Ich kenne den Pfad. Man muss sich vorsichtig hier durchbewegen. Denn hier ist ja wieder ein Sumpfabschnitt. So. Hello again, Heroes. Hello. Hier, eine Axt. 90 Crowns. Okay, er gibt uns denselben Preis wie der Bogenmacher, also doch keinen. Aber immerhin sind es 30 Kronen mehr als vom Sumpfgott. 20. Na, er hat dieselben Preise. Verkaufen, also. Kann man genauso gut dann zu. 60 Crowns. Ja, gut. Kauf du den Bogen uns must, ab. Heroes. My shop anchors me here, or I'd be the first to join you. Oh, da hat die Axt auch wieder aufgehängt. Das ist interessant. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, tatsächlich. Ich dachte, die Axt ist dann einfach weg, aber die wird tatsächlich dann wieder aufgehängt. So nach dem Motto, ja gut, wenn ihr sie mir zurückgeben wollt, dann habe ich zumindest Gewinn gemacht. Und wir dann so, ja, das stimmt. na gut, dann nicht. Ah, aber dafür haben wir genug Geld gemacht mit dem Sumpfgott. Ich glaube, wir sind ziemlich gut dabei. Das muss man, glaube ich, alles gar nicht machen. Also man muss es nicht machen, das ist sowieso optional. Man kann das auch einfach alles auf den Boden werfen. Aber hey, wenn ich die Option schon habe, dann mache ich das auch. So, vorbei an den zwei Ork-Fail-Fahlen und wieder hier zu unserem Sumpfgott. So, wir wissen ja schon mal, den Blutstein will er nicht. Einen brauchen wir nur, das heißt, ich lege den hier ab.
Dann auf die andere Seite. Das sieht schön aus. Das ist so eine kleine Ecke jetzt hier. Ebenholzstab. Muss ich ihn gucken. Nimmt er den an? Ich glaube fast nicht. Aber probieren geht über Spielen. So. Nein. Dieselbecher. Hemd. Schuppenrüstung. Und Menschenschädel. Und ich gehe einen Schritt zurück. Und spreche nochmal Stufe 3. Versuche den Schlüssel zu verkaufen, was wohl wahrscheinlich nicht gehen wird. Nein, geht auch nicht. Das Beil Zankapfel wird verkauft. Stiefel ebenfalls. Und dann habe ich noch so viel Öl jetzt. Jetzt habe ich wirklich genug davon. Dass ich die Tendenz habe, Polzen darf auch mal einfrieren, zumindest ein paar davon zu verkaufen, weil so viele davon werden wir wohl nicht mehr brauchen. So. Ah, noch einen. So, das sollte reichen. Dann haben wir wieder genug Platz geschaffen hier. Jo. Für einen ganzen Haufen Gegenstände. Und den Bergwerkschlüssel 2 werden wir hier auch ablegen. Und den Ebenholzstab, ja, den nehme ich noch mit als magisches Kuriosium. Wird er uns jemals abgekauft werden? Ich glaube fast nicht. Aber der Feuerstab ist uns ja auch abgekauft worden, also von daher. So, das ist Conrads Zweihänder. So, da bleiben die Waffen. Okay. Dann heißt es jetzt wieder rasten und zurück. Und diesmal gehen wir dann an Scotias Barriere vorbei. Vielleicht können wir mit Paulson auch mal hier wieder Dings einen Besuch abstatten. Dawn, tatsächlich. Denke ich gerade. Vielleicht gibt es da noch einen netten kleinen Dialog, dass sie ihn wieder sieht oder sowas. Das würde mich jetzt doch noch interessieren. Das will ich jetzt testen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Was müsste eigentlich? Irgendwas passieren dann. Übrigens, ist es eigentlich ganz gut, dass wir hier den Bettler nicht umgebracht haben, sondern ihm geholfen haben, denn das wird uns später tatsächlich einen Gegenstand noch bescheren, den wir wahrscheinlich sofort wieder verkaufen werden, aber trotzdem, es ist nicht ganz vergebens, dass wir ihm geholfen haben. Genauso wenig ist, wie es vergebens war, Lora mitzunehmen in der Höhle des Drakels. Das wird nämlich auch nochmal später uns zugutekommen und uns tatsächlich 500 Dukaten ersparen, die wir sonst bezahlen müssten. Ja. So viel dazu. So, ich werde mal sichern und dann gehen wir mal mit Paulson hier in den unteren Oppenwald. Steigt hier bald jemand auf als Kämpfer? Paulson ist der Nächste, der tatsächlich aufsteigen könnte. Erstmal wahrscheinlich durch die Ork-Horden kämpfen, die hier irgendwo sind. Ups, das ist der Lake Dread. Sagt Paulson da was zu? Lake Dread looks ominous today. I doubt we would survive the swim back. I doubt we would survive the swim back. Okay. Hier ist irgendwo der Durchgang. Und dann heißt es hier lang. Ah, wir müssen mal wieder ein bisschen rumwandern. Oh! Ah, Paulson hat noch nichts getroffen. Das ist jetzt ein Einstand. Hier müssen wir lang. Hm. Na, noch weiter und dann nach Norden. Paulson, was ist los? Du bist Kämpferstufe. Oh, da war der Bettler übrigens. Wir sind noch ein Feld weiter. Die Pendrox, wie sie heißen mögen. Penox, Penox. Meine Güte, ist der schlecht. Paulson ist nicht gerade der beste Kämpfer. So, und da ist Drugs Wagen. Mal gucken, ob das irgendeinen Dialog gibt jetzt. Tiji again? Dawn's inside. Dawn's inside.
Have you found the elixir? No. We haven't made it yet. No. I am making progress on my spell. Hm. Return when you have the elixir. Okay. Willst du nichts dazu sagen, dass Paulson jetzt bei uns ist? Irgendwie sagen, hallo Paulson, schön, dass es dich gibt, dass du überlebt hast, dass du aus den Urbish Mines rausgekommen bist oder so. Nee? Wieso ist da ein Stuhl? Seht ihr das? Das ist ein Stuhl. Have you found the elixir? We haven't made it yet. I am making progress on my spell. Return when you have the elixir. Übrigens, schöne Musik, die dann spielt, wenn man sie sieht. Allerdings auch nur kurz. Hm, vielleicht hört man sie später nochmal an einer anderen Stelle. Okay, dann gehen wir jetzt durch die Urbish Mines und dann kommen wir schnell in den oberen Open Wald. Machen wir noch eine kleine Sightseeing-Tour hier durch die halbwegs friedlichen Ländereien, so wie ich sie jetzt mal nennen möchte. Denn es wird nicht lange so bleiben. So, hier ist der Durchgang. Und dann ist hier... Sind hier die Urbish Mines. Paulson kennt sich da aus. Und wir inzwischen auch. Okay. Ja, dann verlassen wir Opinwald. Dorthin, wo wir den... hier haben wir ja den Larkon platt gemacht mit dem grünen Schädel. Und sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Toll. Raus hier. So. Eingängiger Titel. Conrad, bitte nimm wieder deine Ambos mit. Gauner Stufe 5 hat er. Könnte natürlich noch ein bisschen trainieren hier. Ah, okay. Losen wir dies. Gehen einfach direkt zu Scotias Barriere, damit wir die schon mal weg haben. Ups, aber das ist der falsche Weg. Okay, dahin. So, Raskoshas Hindernis. Das hat einen eigenen Namen gekriegt. So, und da ist es, das rote Tor. Könnt es noch nicht anklicken. Und dazu nutzen wir jetzt Valens Würfel. Und benutzen das mit einem Charakter. Und dann lädt er sich so hell auf. Das heißt, er hat Magie absorbiert. Und nochmal. Und dann können wir Bakatas Magie auffüllen. Er absorbiert die Magie und füllt die sich selber zu. Und Hey, it's working. Ja. Und jetzt können wir sie wieder abladen hier. Zum Beispiel an Paulson. Und dann wird er wieder dunkel. Und jetzt laden wir ihn nochmal auf. Und dann... Es ist kaputt, aber der Würfel ist auch verloren gegangen. Das heißt, falls Scotia jetzt nochmal eine Barriere erzeugt, können wir da nicht dran vorbei. Es sei denn, wir finden noch einen Würfel und tja, das wird auch passieren. Wie ich schon weiß. Aber erstmal erkunden wir den Rest des Gewäldes. gibt es hier noch irgendwas Nettes zu entdecken? Ich glaube nicht. Wenn wir jetzt nach hier Osten gehen, ist hier tatsächlich nichts mehr. Aber wenn wir nach Westen gehen, ist hier ein Durchgang tatsächlich. Mysteriös. Gehen wir hinein. Und landen in einem anderen Wald, dem Jivelwald. Und dieser Wald ist, ja... angefüllt mit Problemen für uns, sag ich mal. Mal sehen, wie gut wir durchkommen. Wenn nicht Zevelwald, das ist hier wieder englische Tastatur. Hm, gehen wir erstmal hier lang. No need to carry a rock that size. Oh, da sagt Conrad mal wieder was zu den großen Steinen, die man nicht mitnehmen will. Und eine weitere Barriere, ja.
Nicht schon wieder. Tja, und das ist die Straße, die dann nach Yivel führt. Ja, das heißt, wir müssen wieder einen Würfel finden, tatsächlich. Und den gibt es hier auch. Ist bloß die Sache, dass wenn wir den einsetzen, er natürlich dann weg ist und wir damit dann nicht mehr im White Tower ihn benutzen können gegen die Geister, die dort sind. Die Geister, die wir riefen, werden wir dann nicht mehr los. Und da ist der weiße Turm. Was kommt jetzt? Maybe this is the White Tower where we can create the elixir. Ja, das ist der weiße Turm, in dem wir das Elixier herstellen können. Uns fehlt allerdings noch eine Zutat, das heißt, ja, das müssen wir eigentlich Yivel erreichen, weil nur in Yivel gibt es diese Zutat. Das ist nämlich die Erde von Mutter Erde. This castle is huge. This castle is huge, ja, und da ist das dritte Level wahrscheinlich hier oben in dem Turm. This must be the White Tower. Ja, im weißen Tower. Und wir können jetzt schon reingehen, aber ich lasse es. Erstmal, weil ich erstmal noch hier den Wald erkunden möchte. Der gefährlich ist. Wie ihr gleich sehen werdet. Oder auch nicht. The stump has been picked clean. Picked clean. Irgendwie bin ich gerade verunsichert. No one tends these woods. No one tends these woods. Hier weitergehen. Wo kommen wir dann hin? The stump has been picked clean. It's been picked clean. Ich laufe hier ein bisschen ziellos durch die Gegend, aber so erkunden wir nach und nach diese Karte. Oh, da haben wir sie. Das sind die Riesen-Orks. Ja, wir haben ja schon die Orks gesehen, da in Oppenwald oder auch bei im Südland. Aber das waren alles Baby-Orks, wenn man so will. Jetzt kommen die Riesen-Orks, die eigentlich sogar noch größer sind als der Anführer-Ork, von dem es auch nur eine Art gibt anscheinend, oder nur einen Typen im ganzen Spiel, den wir in Rolands Haus getroffen haben, in Rolands Mansion. Ja, und die sind ziemlich heftig und können viele Treffer einstecken. Gut, dass wir Paulsen jetzt dabei haben. Seht ihr, was für mächtige Hauer die haben? Was für einen riesen klobigen Schädel mit einer riesen Axt. Die sind quasi wie die Höhlenmenschen, nur noch heftiger. Indem sie Schaden machen. Und grüner Schleim tropft ihnen schon aus dem Mund. Also das sind echte Bestien. Und da kommen gleich zwei Stück. Aber hey, einen haben wir schon getötet. Das geht ja erschreckend fix. Da schwingen sie alle ihre Äxte. Wir haben einen roten dabei, einen blauen und einen roten. Die Gebrüder Riesenork. Und ein Valence-Würfel. Da ist unser zweiter Würfel, den wir finden können und gefunden haben. Empty. Empty. Ja, nicht in jedem Baumstumpf ist was drin. Und was wir jetzt vor uns haben, ist, ich glaube, eine Zwischensequenz. Uh-oh, looks like trouble. Looks like trouble. Tja, das ist eine Brücke, die uns... Yep, that's Castle Cimmeria. Das ist die Burg Cimmeria. Und da wollen wir hin, da ist nämlich Scotia. Tja, sieht ja ganz einfach aus. Wir rennen einfach über die Brücke und dann sind wir schon im Lager der dunklen Armee. It looks like several thousand orcs over there. Ach, das ist doch kein Problem. Wenn das nur solche billigen Orcs sind, dann können wir die alle niedermetzeln und dabei noch ordentlich Erfahrungspunkte abgreifen. Yep, that's Castle Cimmeria. It looks like several thousand orcs over there. Several thousand orcs over there. Und hier ist eine tiefe, tiefe Kluft. Der hat, glaube ich, sogar einen Namen. Werden wir gleich sehen. So, dann gehen wir doch mal rüber. Aber... Ah, those vile orcs have severed the bridge. Now we must locate an alternate route to the Castle Cimmeria. An alternate route to Castle Cimmeria. Denn die Orks haben die Brücke zerstört. Wahrscheinlich haben sie so eine Angst vor uns drei Dödeln, dass sie hier die Brücke extra zerstört haben. We can't fix the bridge. Warum nicht? Conrad, du bist doch ein Handwerker. Du bist doch der Jack of all trades. Du kannst doch alles. Du kannst auch Brücken reparieren. Zusammen mit Bakata und Paulsen, ihr habt doch alle Talente. Die könnt ihr kombinieren und eine neue Superbrücke basteln. Aus Stein und Stahl. We can't fix the bridge. Aber nee. It looks like several thousand orcs over there. Yep. That's Castle Cimmeria. That's Castle Cimmeria. Einer der wenigen Sätze, die Paulsen mal ablässt hier.
Ja, das ist die Geierschlucht, ja. Wie sie heißt, und da geht's einfach nicht weiter. Und tatsächlich befindet sich auf dieser Map befindet sich auch Castle Samaria. Man kann sie nur von hier aus nicht erreichen. Oder auf normalem Wege nicht. Man müsste dann schon im Hex-Editor wahrscheinlich arbeiten oder wie auch immer das dann aussieht. Das weiß ich nicht, aber hier irgendwo befindet sich tatsächlich, wenn man sich die Karte komplett mal im Editor angucken würde, Castle Samaria, und das würde auch hier aufgeführt werden. Aber da wir nie hinkommen, wird das auch nie hier aufgeführt, und das heißt, es bleibt für uns verborgen. Und wir müssen jetzt einen anderen Weg finden, nach Samaria. Aber, denn dort befinden sich, befindet sich König Richard da jetzt? Oder ist er noch bei Dawn? Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall müssen wir da dann hin. Ja. Aber erstmal erkunden wir noch den Rest von diesem netten kleinen Wald. Empty. Hier haben sich die Riesenorks wohl rumgetrieben in diesen zwei Feldern. Anscheinend eine Art von Brückenwachposten war das. Ja. So, was muss ich hier noch erkunden? Den Abschnitt hier. Keine Nester hier. Nobody tends these woods. Conrad, der Hobbygärtner, ist mal wieder außer sich vor Wut, dass keiner hier mal den Rasen gemäht hat. Und hier ist überhaupt nichts. Es reagiert gar nicht. Habe ich da nicht gerade was gesehen? Empty. Okay, das ist empty. Und das Ding ist gar nichts. So, mit dem Velenswürfel könnten wir jetzt eigentlich schon nach Yvel, an Scotias Hindernis Nummer 2 vorbei. Aber wie gesagt, dann hätten wir keine super Waffe mehr gegen die Geister auf Level 3 vom Weißen Turm. Das heißt, man sollte den Weißen Turm zumindest so weit machen, dass man Level 3 geschafft hat. Aber noch bevor man dann das Elixier tatsächlich zusammenmixt, weil dann kann man eigentlich, wenn man Level 3 geschafft hat vom Weißen Turm, dann kann man eigentlich hier The stump has been picked clean. Picked clean. Was soll ich sagen? Auch schon das Elixier zusammenmixen, wenn man dann die man muss ja sowieso nach Yvel. Naja. Ich habe schon einen gewissen Ablauf. Das hängt damit zusammen, was für Dialoge wir in Yvel kriegen können. Ich möchte da möglichst alle abgreifen. Und das geht am besten, wenn man erstmal den... Oh! Wenn man erstmal den... Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Stumped has been pricked clean. Die sind ein bisschen heftiger, habe ich den Eindruck. Sie stürzen sich auf unseren Meister. Ich heile mal alle. Conrad, der Meisterheiler. Ja, vielleicht ist Feuerball ja ganz gut gegen die. Eher nicht. Aber ouch. Das war ouch. Ich muss ihm nachgucken, was gut gegen diese Riesenorks ist. So als Waffe. Oder als Magie. Es gibt da ja gewisse Tricks. Aber ich habe auch nicht viel Alternativen. Okay, es ist nutzlos, gegen sie zu kämpfen mit stumpfen Waffen, aber ja, bis auf Bakatas Hammer haben wir, glaube ich, nicht stumpfe Waffen hier im Einsatz, sondern andere Waffen. Aber das hier waren, die waren schon ein bisschen stärker, fand ich. Und die bewachen jetzt wohl den Weg zum Weißen Turm neuerdings. Haben sie hier noch mehr eingenistet? The stump has been picked clean. The stump has been picked clean. Oh, da. Ist einer hinter uns? Ne. Aber die tauchen jetzt überall auf, diese netten Riesenorks. Heiler, heil dich selbst. Ja.
Fernkampfwaffe, bringt die was? Ein bisschen Schaden können wir machen. Oder auch viel Schaden. Aber okay, das war aber jetzt bloß, weil ich schon viel Schaden angerichtet habe. Oder weil ich ihn getötet habe. Treffen kann ich ihn. Aber ich gebe trotzdem lieber mal die Nahkampfwaffe wieder zurück. Conrad stirbt mir hier nicht weg. Da seht ihr, es wird schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt stellt euch das mal vor, wenn wir auf höchster Schwierigkeitsstufe spielen würden. Also ich finde das hier schon fordernd genug für meinen Geschmack. So. Oh oh. Da ist einer bei Scotias Hindernis und der schießt sogar. Autsch. Zum Glück haben wir gute Rüstung an. Das sind gute Treffer, Jungs. Dann haben wir sie bald. Okay. Ich möchte den weißen Turm jetzt. Das ist der Weg zu Yvel. Und ich hoffe, da kriegen wir jetzt bessere Waffen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hinein. Oder vielleicht rasten wir vorher nochmal kurz. Ich hoffe mal, nichts taucht bei uns hier im Rücken auf. Vor uns, aber das ist auch nicht viel besser. Immerhin macht der Conrad guten Schaden, wenn er mal trifft. Und da kommt ein zweiter Dick-Ork an. Das größte Problem bei denen ist einfach, dass sie verdammt... dass wir zu wenig Schaden machen. Wir treffen zwar gut, aber der Schaden ist einfach zu gering für diese Art von Monstrositäten. I don't have enough magic. Conrad ist schon wieder ein Zahn ausgefallen. Wenn er blutig ist, sieht es aus, als hätte er einen Zahn verloren. So. Okay, ich gehe in den weißen Turm rein. Hier ist es mir zu unsicher, ehrlich gesagt. Dann, ja. Wir könnten jetzt hier nach Yvel rein, aber wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wir brauchen den Cube noch, den Würfel noch für was anderes. So, und das ist der weiße Turm. Mit verschiedenen Toren. Vielleicht können wir hier sogar schon im Eingangsbereich rasten. Denn wir haben auch das Rapier, den Rapier Kralle gefunden. Der, wie jeder Rapier, plus 3 auf Verteidigung gibt, aber an Stärke es mangeln lässt. Das heißt, das ist nicht besonders viel besser. Kralle, also Claw wird das im Englischen wohl sein. Lasst mich ihm gucken. Das ist ja keine allerbeste. Eine allerbeste. Rapier. Achso, da. Hat einen Waffenfaktor von 13 und keine Spezialfähigkeit, also... Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich habe auch nicht viel erwartet von einem Gegenstand, der einfach so in der Ecke rumliegt. Dafür können wir rasten. Alle pennen, nur Conrad ist mal wieder im Glücksmodus. Er ist so glücklich. Sie wachen auf und sind alle froh. Niemand muss sich ausruhen, bis auf Conrad, der... Ja gut, der ist sowieso eingefroren hier. Was ist das? Okay, das ist die Musik. Das kann es auch gerne sein. So, das ist der Eingangsbereich. Dann geht's zum... Ja. Erkunden wir mal ein bisschen die Gegend. Ich glaube, als erstes sollten wir vielleicht mal hier runter gehen. Oh, eine... Mitteilung. Ring for admittance. Ring for admittance. Wir brauchen also einen Ring, um eingelassen zu werden.
Den haben wir wohl noch nicht. Oder wie? Tja, dann müssen wir wohl erstmal hier lang. Und Amazonen sind hier im Weißen Turm. Ich meine, dass Einfrieren ziemlich effektiv ist gegen diese Wii-Damen. Wer muss denn sein Magier-Level ein bisschen hochschrauben? Ah, Bakata könnte was lernen, aber eigentlich könnten alle was lernen. Stufe 4. Und? Einer hat sich an der Seite vorbeigeschlichen. Das ist was für Paulsons Stufe 3 Einfriedzauber. Und er macht guten Schaden. Ich werde ein bisschen zurückweichen. Das ist ja schon tot. Und was mit den anderen hier? Die sind alle weggepustet worden. Hoffentlich habe ich die Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Ein riesen Blutfleck ist noch da geblieben. Und einen Zauberschlüssel haben wir gekriegt dadurch. Zauberschlüssel setzen wir natürlich gerne ein. Dann rasten wir erstmal. Ja, das waren ein paar Amazonen. Die befinden sich hier vor allen Dingen auf Stufe, auf Level 1 vom Weißen Turm. Es gibt drei Stufen, Level. Stufen, Level. Ja. Ebenen. Wenn man das sagen könnte. Und aber auf der ersten befinden sich dann eben hier die Amazonen mit ihrer Königin Yana. Die quasi der Boss dieses ersten Abschnitts ist. Was mache ich jetzt mit dem Zauberschlüssel? Achso, hier ist noch ein Schalter. Dann drücke ich den noch. Oh oh. Das war aua, aua, aua. Nicht so gut. Aber natürlich müssen wir jeden Schalter drücken. So, was ist hier noch? Okay, an den Seiten sind nur Türen. Irgendwas ist hier. Vega. Und wir haben eine Falle ausgelöst, aber wir sind rechtzeitig zurückgewichen. Und was haben wir hier? Komische Schleimwesen. Die so aussehen, als könnten sie meine Rüstung zerstören. Entsprechend muss man da natürlich aufpassen. Wisst ihr was? Wir machen erstmal hier... Nee, können wir die Tür aufmachen? Nö. Wurfstern Vega. Was kann denn Wurfstern Vega machen? Ich glaube, das Ding ist auch nichts Besonderes. Das findet man ja auch hier so gerade am Wegesrand. Meine Neugier ist natürlich größer. Als mein Vertrauen in meine Einschätzung. Crossbow Axt. Trident? Was finde ich denn hier für einen Müll? Werden hier etwa gar nicht aufgeführt? Doch da, Star. Und das Star, okay, das sind Sterne. Vega. Hat einen Waffenfaktor von 11, okay. Aber dann auch nichts Besonderes. Keine besondere Fähigkeit. Kann er auch wegverkauft werden. Hier geht's hoch. Aber wir wollen noch nicht hoch. Und hier geht's auch hoch. Aber wollen wir das? Nee, noch nicht. Erstmal erkunden wir unten alles. Was wir haben, sind ja Schleimwesen. Und da wollten uns ein paar Amazonen wohl überraschen. Ich glaube, ich werde mich mal hier besser positionieren, damit sie mich nicht von der Seite angreifen können. Und dann Stufe 2 einsetzen. Ei, ei. Und Stufe 3. Denn wenn ich sie einfriere, bin ich mir nicht ganz sicher... Oh, das waren sie schon. Ob ich da überhaupt was für kriege. Ich will ja das Maximum rausholen aus allem hier. Und Schleimmonster und noch mehr... Amazonen. Wo auch immer die jetzt herkamen. Interessant, interessant. Ah, hier ist noch ein Schlammmonster. Die spawnen hier weg. Aus diesem Gatter. Aus irgendeinem Grund leben die Amazonen wohl gerne mit irgendwelchen Schlammmonstern, die durch ihre Gänge schlurfen. Vielleicht halten die die Gänge auch so sauber. Es ist hier recht sauber hier alles. Hier sind noch mehr Schlammmonster. Aber kein Gatter.
Jetzt kommen auch keine neuen Gegner mehr raus. Und hier geht's auch nicht weiter. Es sei denn, wir schließen hier. Und machen hier auf. Nö. Ich dachte, das ginge vielleicht. Oder es hat sich hier was geöffnet. Nee. Auch nicht. Aber vielleicht können wir hier rasten. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja. Aber wenn man das Gatter nicht zumacht, dann kommen da halt immer wieder neue Schleimmonster raus. Wer Erfahrungspunkte sich dann ergattern möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, der kann das natürlich dann machen. Hey! Ich habe das Tor zugemacht. Wo kommst du her? Das ist nicht fair. Hier muss irgendwo noch so ein Loch sein. Vielleicht hier? Oh oh, hier hat sich was geöffnet. Ah, hier Amazonen. Stufe 3 Einfrierung, bitte. Hey, nochmal, bitte. Wir brutzeln sie alle weg. Sie sind brünett, sie sind blond, dunkel- oder hellhäutiger. Große Varianz auch bei den Amazonen. Die alle aussehen wie Red Sonja-Verschnitte. Hey. Lass meinen Bakata in Ruhe und meinen Paulsen. Hier kommt Meister Conrad. Ja, man kann sie nicht so leicht treffen, tatsächlich. Sie sind sehr elegant, beziehungsweise beweglich dann. Hm, aber hier ist weiter nichts. Interessant. Was im Turm alles so passiert. Eigentlich habe ich nur das Gatter mit den Schleimmonstern gesucht. Aber hier haben wir noch ein paar Amazonen. Zum Kämpfen für Conrad. Oder für Magie. Ah, Paulsen dürfte bald aufsteigen in Magie. Ich will mal besser speichern an der Stelle und dann hier nochmal Stufe 2 machen. Mal sehen, steigt er auf? Nein. Okay, dann nehmen wir sie zum Trainieren. Sind ja nicht so stark. Ist da gerade eine abgehauen? Ja. Oder haben wir es nur übersehen? Stufe 3, Eiszauber. Sie hat wohl ihre Freundin geholt. Irgendwie höre ich hier was. Irgendwas bewegt sich. Sei denn, sie respawnen alle. So, aber eigentlich wollte ich ja hier noch was nachgucken, aber hier ist auch nichts weiter. Okay, damit kann ich leben. Tür zu und gerastet. Sollen die sich da draußen ruhig sammeln? Oh, wir haben schon 6.199 Kronen. Kronis auch genannt. So. Ja, und so kloppen wir uns nach und nach durch den Dungeon. Und das ist eine wahre Wohltat, sich mal hier nicht mit Lampenöl rumschlagen zu müssen. Zumindest empfinde ich das als solches. Dieses Tor kriegen wir... It does not fit. Nicht mit diesem Zauberschlüssel auf. Das war ein vorheriges Schloss, aber erstmal will ich hier den Rest erkunden. Bevor ich dann dahin gehe, wohin der Schlüssel uns eigentlich führen sollte. Und, verdächtig. Blink, blink, blink. Hm, ein weiterer Raum erkundet. Was haben wir hier? A lock. Einfach nur a lock. A lock. A lock. Erstmal ein Pick clean. Ja, und dazu brauchen wir einen Schlüssel. Und den finden wir, glaube ich, erst auf Stufe, auf Level 3. Hm, war da was? Okay. A lock. A lock. Another lock. Hier sind die Schleimmonster. Hier haben sie sich
Hier treiben sie sich rum. Und was machen wir für Schaden? 135? Ah, und hier ist das Gatter. So, zu damit. Jetzt haben wir da ein bisschen Ruhe. Sind ja hier voll die Sauermacher hier. So, ist das jetzt hier passend? Sollen wir hier mal aufmachen? Ich glaube, ja. Oder etwa nicht. Wir machen mal auf. Es passt. Und wir entdecken nichts. Toll. Ein toller Raum. Außer einem weiteren Zauberschlüssel. Diesmal ein silberner Zauberschlüssel. Können wir aber nicht hier einsetzen. Dieses Geplinkel ist ja Geplinkel und Geplänkel. The key doesn't fit. Na, Paulsen, du sagst auch mal was. Das ist immer schön, wenn Paulsen mal was sagt. Sonst hat man nur das Gefühl, er ist nicht ganz... The key doesn't fit. ...ganz dabei. Und hat ganz andere Intentionen. Oh, eine Truhe. Locked. Locked, ah ja, das ist wohl wahr. Aber mal sehen, vielleicht können wir es unlocken. Wenn du verstehst, was ich meine. Yeah, da geht's auf. Okay, was ist hier drin? Silver Coins? Empty. Nichts? Einfach nichts? Das kann ich fast nicht glauben. Okay, das ist... Das Spiel ist... manchmal ein bisschen nicht so freigiebig mit seinen... Dingen. Hier ist wirklich leer. Alles klar. Vergesst es. Es ist leer. Empty. Einfach empty. Wahrscheinlich haben die Amazonen hier die Truhen geplündert und die zwei Waffen hier, Vega und diesen Rapierkralle da einfach im Eingangsbereich verteilt. Was ist passiert? Oh, wir wurden eingeschlossen. Dafür kommen wir wohl nicht mehr raus, oder wie? Das ist keine Geheimwand. Nur wenn wir das schließen, öffnet sich hier wieder das Tor. Also eine super Konstruktion, wenn man so will. Und ich will das so. Was ist denn hier noch? Ah, hier brauchen wir wohl den Ring. Of Admittance. Was ist denn, wenn wir hier das Tor zumachen? Bringt das was? Und dann hier nochmal drauf drücken. Oh nein, nein, nein. Autsch. Den Treffer müssen wir jetzt einstecken für unsere Dummheit. Conrad, heil uns alle bitte. Vollständig. Das ist die Stärke des vierten Lebenszaubers oder Heilungszaubers. So, dann bleibt ja bloß noch hier dieser Abschnitt. Und Amazone. Die letzte Amazone anscheinend. Ja, da sind noch mehr. Oh, wir weichen mal geschickt dem Geschoss aus hier. Ja gut, den anderen dann nicht. Stufe 3 Magie. Das ist eigentlich was für... Pauls. Mal sehen, ob er jetzt eine Stufe aufsteigt. Wie viel Mana hat er eigentlich? 45. Und er ist aufgestiegen auf 65. Das ist 20 mehr. Das ist echt nicht schlecht, würde ich sagen, oder? Ich meine, ich kann auch mal hier Kobolds Exempel machen. 63, ja, 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 okay. Und ich bringe das Spiel dadurch jetzt nicht zum Absturz und eine schöne große Faust hat die Dame da. 64. Ich glaube, 65 war schon ein gutes Ergebnis. Wenn ich jetzt nämlich unter 60 kriege, dann weiß ich das auch zu schätzen. 68, okay. Ich glaube, das ist in Ordnung. Für jemanden wie Paulsen. So. Dann ist er auch Stufe 4. Ja. Wir finden ein ganz normales Langschwert und einen weiteren Zauberschlüssel. Ja.
Conrad wird geheilt. Und Dietriche. Hey, noch mehr Dietriche. Und einen stinknormalen Dolch. An ornate lock. An ornate lock. Und der Schlüssel passt. Aber... An ornate lock. Wir kriegen es nicht auf. Ist das normal? Ist das normal, frage ich. Oder habe ich mich jetzt hier ruiniert? Das ist die Frage. Das sieht ja gut aus. Ornate lock. Aber... Wie kommt man da jetzt hin? Da ist noch ein Gang. Rasten wir erstmal. Hier ist ja nichts weiter. Nicht, dass ich mich jetzt hier ausgesperrt habe. Oh, das kann ich aber knacken, das Schloss. Aber hier ist nichts weiter drin, oder? Conrad, dein Gaunerauge müsste es doch sehen, wenn hier eine Geheimtür wäre. Aber ist hier nicht. Gibt es dann bloß noch den Weg hinauf? Das werde ich jetzt mal überprüfen. Ich glaube, das ist schon richtig, dass er da eingesetzt wurde. Aber uns fehlt dann noch ein zweiter Schlüssel dafür. Den werden wir wohl dann erst auf Stufe auf Level 2 finden. Dann, ja, gehe ich da mal hin. Ne? Weil ich wollte auch gerne sehen, ob hier... Hat Paulson jetzt eigentlich mehr Lebenspunkte gekriegt? Das werde ich jetzt nochmal überprüfen. Fünf Lebenspunkte hat er durch den Magieraufstieg aufgekriegt. Und jetzt... kriegt er einen Lebenspunkt und aber ja 70 Zauberpunkte. Ist das mehr als gerade eben? Ja, oder? Was habe ich denn da? 68, wa? Also er kann noch mehr kriegen. Mehr Lebenspunkte, mehr Mana-Punkte. Na, ich lasse das so. Das ist schon gut so. Und den Schlüssel haben wir auch eingesetzt. Und zur Not nehme ich halt diesen Spielstand wieder. Aber wir müssen jetzt wohl dann nach oben. Ich glaube, es ist recht wurscht, wo wir lang gehen. Ich gehe jetzt mal rechts lang. In Level 2. Und finde sofort einen weiteren Zauberschlüssel. Und die Musik ist ziemlich fetzig. Den haben wir ja schnell gefunden. Das hat nicht lange gedauert. Dann könnte das der Schlüssel für die, vielleicht der zweite Schlüssel sein für unsere Eskapaden da unten. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ach nee. The key doesn't fit. The key doesn't fit, aber der sieht genauso aus. Naja. Dann ist er vielleicht doch für diese Ebene hier. An ornate lock. Und ja, okay, also sind wir schon beim ersten Mal richtig gelaufen und jetzt wären wir hier nicht durchgekommen. Eine große Halle haben wir hier. Okay.
keine Gegner bis jetzt. Türen? An ornate lock. An ornate lock. Paulson, was bedeutet das? Können wir das aufknacken? This is already unlocked. Anscheinend ja. Und wir sind eingesperrt in einem Löcherraum. Wunderschön mit anzusehen. Ist die Frage, wie kommen wir da weiter? Das ist eine gute Frage. Hinter uns ist ein Schlüssel, ein Knopf. An ornate lock. Aber wir haben keinen Schlüssel mehr. Ich glaube, dann müssen wir wohl in ein Loch fallen. Und landen dann bei ein paar Amazonen, die sich hier wieder gezeigt haben. In dem Raum, in dem wir... Oh, in dem wir vorher nicht reingekommen sind. Okay, das ist natürlich dann nicht schlecht. Dann kann ich den mal erkunden. So geht's auch. Aber ist hier irgendwas? Ah, ein Schalter, mit dem wir das aufkriegen hier. Aber sonst nichts. Okay. Boah, haben wir den Raum auch erkundet. Sozusagen. Auf unsere Art einfach irgendwo fallen lassen. Klassisches Trarak-Rätsel. Und dann gehe ich jetzt mal hier durch. Und habe hier Schalter. Oh oh. Nicht so günstig. Ah, ist auch nicht viel besser. Au, 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 au. Konrad, bitte heile alle. Ah, es ist nichts passiert. Dafür kriegen wir... Habe ich da gerade was gesehen? Was ist das? Oh, es sind die fliegenden Mörderhühnchen. Die sind gefährlich, die spucken Feuer und sind ziemlich heftig. Ah, dafür finden wir jetzt hier eine Feuerballspruchrolle. Hm, ich glaube aber nicht, dass das da eigentlich der Weg ist, den man gehen sollte. Feuerball kennen wir schon. Wir können natürlich irgendwas drauflegen. Oh! Hey, das ist gemein! Wenn ich hier noch mehr drauflege? Darf ich die vielleicht nicht angucken? Ist es das? Das ist ja abstrus. Jetzt passiert uns nichts. Jetzt passiert uns auch nichts. Und jetzt auch nicht. Ich glaube, nur wenn man die anguckt, dann kommt Feuer raus. Dafür finden wir jetzt einen weiteren Zauberschlüssel. Das heißt, ich muss jetzt... Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Okay. Ah, das ist natürlich dann hier ein kleines hier... Ja, Bewegungsrätsel. Aber wieso ist diese Plattform denn so dunkel? Die heißen alle Platte. Huh. Sehr befremdlich für mich. Können wir dem ausweichen? Da ist nämlich Feuer. Ja, was passiert uns dann? Hühnchen, wir haben die Hühnchen aktiviert. Merk. Die sehen harmlos aus, diese einäugigen Hühner sind das im Grunde genommen. So, und wenn ich jetzt... Ah, ich muss direkt zum Durchgang dann gucken und dann kann ich hier so durchlaufen. Hui, also nicht in das, in die Löcher gucken. Wo bist du, du Hühnchen? Ich hab doch irgendwas gesehen hier gerade. Kann ich irgendwo lang? Hier ist nur eine Wand. Oh.
Und da ist das Hühnchen. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Die sind mit einem Treffer sind die eigentlich platt, aber die können uns mit zwei Feuerbällen platt machen. Das ist nicht nur einfach so ein Billigfeuerball wie in diesem Dungeon da, sondern es sind wirklich heftige Feuerbälle, die einen wirklich fertig machen können. So, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir hier lang? Das ist kein Problem, das können wir machen. Aber hier ist noch was. A worn lock. A worn lock. Ich erinnere mich. Also eigentlich fand ich diese Hühnchen schlimmer als die Geister auf Level 3. Auch mit, auch ohne Valence Cube waren die Hühnchen nerviger meines Erachtens. So. Hier ist ja unser Da-Durchgang. Der Da-Durchgang. Passt der Schlüssel? Tatsächlich. Und dann kommen wir in Level 3, das berühmt-berüchtigte Level. Aber ich will den Schlüssel behalten. Vielleicht ist er noch für was anderes gut. Für unseren Abgrundraum da. Deshalb will ich erstmal noch hier ein bisschen weiter durchlaufen. Und diese Räumlichkeiten erkunden. Aber hier ist auch wieder nur eine ganz normale Wand. Es gibt viele Räume, die nirgendwo hinführen. Und das hier ist auch nicht besser. Also, vollkommen nutzlose Räumlichkeiten hier. An der Stelle. Ich höre schon wieder ein Hühnchen. Die Rösthühnchen. Jetzt werden nicht die Hühnchen geröstet, sondern wir. Dark Room. Ein dunkler Raum. Vielleicht, wenn ich die Tür zumache. Dark Room. Ha. Nö. Dark Room. Mehr ist hier wohl nicht. Aber da sind Schalter auf der anderen Seite, okay. Hier versteckt da in dem Torbogen. Und, ein weiterer Zauberschlüssel. Okay, sieht der anders aus? Ich glaube, minimal anders, wa? Irre. Vorsicht vor Hühnchen, wir werden rasten. Hier in diesem einen Feld können sie uns nicht erreichen. Das heißt, das hier ist eigentlich eine gute Nische, der dunkle Raum, um sich im Dunkeln zu erholen. Vielleicht kann man das als Metapher nehmen. Im Dunkeln erholen sich Conrad, Beccata und Paulson von ihren wilden Abenteuern mit fliegenden Feuerhühnchen. Die mörderischsten Kreaturen, die sie bis dato entdeckt haben. Irre. So. Sie kommen immer näher, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, der Schlüssel ist dann wohl eher gut für unseren Raumus. Dann gehe ich da doch mal rein. Knack. Hühnchen können wir gestohlen bleiben. It doesn't fit. Nee, der passt nicht, aber dieser. It doesn't fit. Passt auch nicht. Ja, okay, dann muss ich, dann springen wir hier nach vorne. Oh! Es ist eine Illusion! Wir haben ein Illusionsfeld entdeckt. Sehr gut. Ah, so geht das. Okay, das muss man mir natürlich auch erstmal sagen. Das habe ich seit der Drakelhöhle, glaube ich, nicht mehr gesehen. Das ist ein Illusionsfeld. Gut. Dann wird das nächste wahrscheinlich auch eins sein, weil ich sehe da in der Ecke, sehe ich hier einen schönen Schlüssel, einen weiteren. Hier? Ja, okay, das ist sicher. Aha, der direkte Weg ist nicht der richtige. Wahrscheinlich auch dieser hier immer noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir noch einen weiter. Ja. Okay, ich kenne die Logik von Spielemachern hier. Die wollen einen immer verleiten, dann den kürzesten Weg zu nehmen. Oder dann denkt man, oh, da kann ich hier so rumlaufen. Aber nein. Man muss hier wahrscheinlich... Und das hier wäre dann wahrscheinlich ein Schritt zu weit, sozusagen. Man denkt, oh, jetzt habe ich das Muster rausgekriegt, muss nur an die Ecke, aber dann fällt man hier runter. Mich würde nur interessieren, wo ich dann lande. Ja, ich fall runter. Das hatte ich mir aber auch schon gedacht. Lande? Hey, mich hatte ich doch platt gemacht. Ah, hier beim ersten Gatter wieder. So kann man den Raum dann aufmachen. Der Vollständigkeit halber mache ich das aber auch, denn ich kenne den Weg jetzt, ja. Müssen nur auf die Feuerhühnchen aufpassen.
Okay, die haben voll wenig Lebenspunkte. Ah, ich will da schnell rein. This is already unlocked. Ja, es ist unlocked, das ist gut. So, und wieder zu. Ah, ich bin in Sicherheit. Da kann ich auch in Ruhe rasten. Lalalala, umgeben von Löchern. Aber Hauptsache keine Hühnchen sind hier. So, einer vorne. Dab, dab und dab. So, jetzt die Frage. Nee, das ist ja ein Loch, das habe ich ja schon festgestellt. Also muss das hier richtig sein, ja. Und jetzt, ja, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann den Schlüssel jetzt schon aufnehmen, was bedeuten könnte, dass dieses Loch auch nicht echt ist. Oder, ja, ach, ist doch, ist ein, also es ist kein echtes Loch, so rum. So, was ist denn da? Das sieht verdächtig aus. Ist hier noch irgendwas Verdächtiges? Eine Geheimwand. Conrads super sechster Gaunersinn hat es enttarnt. Aber, ist hier noch was anderes? Das ist ein Loch. Okay, also kann ich da nicht hin, aber vielleicht dadurch, wenn ich hier den Schlüssel, diesen komischen, kaputten hier einsetze. Ja. Okay, dann geht hier das Tor wieder auf. Oh, dann bin ich hier den Hühnern zum Abschluss freigegeben. Das mache ich dann jetzt noch nicht. Hm, aber wie kommt man dann da hin? Zu dieser Nische da, seht ihr die? Die möchte ich auch gerne noch erkunden. Wie könnte man da hinkommen? Oder wartet mal. Nee, okay, ich dachte, vielleicht verschwindet das. Oder wird das Loch dann fest oder so? Aber tut es nicht. Oh, und da können wir auch nicht lang. Das ist auch interessant. Dann sind wir wieder hier. An der Stelle. Also können wir die Geheimwand gar nicht betreten momentan. Doof. Vielleicht ja, wenn wir den Schlüssel eingesetzt haben. So. Nee. Also da tut sich nichts von den Löchern. Oder mit den Löchern. Die bleiben alle durchsichtig. Tja, dann ist wohl das der einzige Pfad hier. Und wir sind wieder bei Hühnchenland. Wah! Ich verstecke mich in den Nischen, da bin ich am sichersten. So, haben wir sonst noch was? Ich glaube fast nicht, oder? Da kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin. Hier haben wir den Zauberschlüssel. Dann bleibt uns ja bloß noch Level 3, oder? Ich freue mich schon auf die Klopperei mit den Geistern. Es wird Zeit für Smaragdwaffen. Conrad, nimm die Smaragdwaffe. Paulson, du nimmst auch die Smaragdwaffe. Denn du musst jetzt mal ein bisschen was tun. Oh, Hühnchen! Vorsicht! Rette uns, Bakata. Wir sind auf Kampf mit Geistern eingestellt und nicht auf Kampf mit Hühnchen. Die gefährlichsten Wesen von, was auch immer diese Welt ist, von Valor Lands, von Lands of Valor. Wofür ist dieser Schlüssel jetzt gut? Dafür. Und dieser hier? This is already unlocked. Ja, das ist schon offen. Aber, oh, ich hab vergessen. A lock. Na gut, dann ist es halt ein Lock. Tja, dann gehe ich auf Stufe 3. Oh, was ist das? Save thyself. Verlass diesen Ort. Leave this place whilst thou still might. I am bound here for eternity, as are the others. Make ye haste from this accursed place. Er sieht ziemlich cool aus, mit seiner zerfetzten Rüstung. Caution. I can feel danger here. No mere ghost can convince me. Yeah. We will press on. I'm afraid of no ghost, sagt Paulson da. Hoffentlich behält er recht.
warnender Geist. Ist interessant, dass er zumindest aufgetaucht ist. It does not fit. Der Schlüssel passt nicht. Okay. Was haben wir hier? Ist auf dem Boden ein Zauberschlüssel. Der dürfte dann passen. Die Musik ist ja schön. Schön gruselig hier. Also hier erweckt bei mir keine positiven Grundgedanken. Ja. Gut, wir müssen hier so oder so durch. Mit Geistern oder ohne. Und da sind sie schon. Oh. Und das ist ihr. Ah, jetzt ich erinnere mich wieder. Und sie sind in den Wänden drin. Und ja, das ist das Problem. Wieso kann Bakata die überhaupt beschädigen? Ja, warum nicht, wa? So. Oh oh. Das waren ein paar Geister zu viel für meinen Geschmack. Rasten wir hier? Können wir das machen? Bis jetzt geht das gut. Wir dürfen viel Erfahrungspunkte eigentlich gekriegt haben für diese... Weil wir machen ja mit den Smaragdwaffen viel, viel Schaden. Und das gibt viel, viel Erfahrungspunkte. Das Nervige an diesen Geistern ist immer nur diese magische Attacke, die sie haben. Die magische Attacke. Ja. Buh. Okay. So geht's. Hui, eine Truhe. Mit Reißzahn, einer Salbe. Four crowns. Und four crowns. Empty. Mann, wir sind reich, Conrad. Ich habe keinen Zweifel mehr. An dem, was wir hier entdecken. Aber die scheinen auch nicht zu respawnen. Das würde auch Sinn machen, dann selbst wenn man mit dem Valence Cube sozusagen alle Geister so platt machen kann. Wow. Autsch. Es ist ja auch so. Ja, ich muss ein bisschen hier mich prügeln. Da sind sie in den Wänden. Interessant, von welchen Stellen die dann auftauchen auf einmal. Auch hinter uns, wo sie eigentlich schon hätten sein müssen. So, aber jetzt müsste eigentlich Ruhe sein, oder? Nö. Nee. Zu früh gefreut. Trefft, meine Freunde. Trefft. Sehr gut. Und sie steigen wirklich gut auf. Ich glaube, da kann man nicht meckern. So. Haben wir Ruhe? Sieht so aus. Ich glaube wirklich, man kann sich hier so Stück für Stück durchkämpfen. Ich glaube, das war der Grund, warum ich dieses Level als nicht so schwer empfunden habe, weil die nicht respawnen. Wenn Level ist nicht respawned. Es kommt einem vielleicht so vor... Weil gerade eben sind ja ziemlich viele aufgetaucht. Auf einmal. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ich
Bis jetzt ist es noch recht ruhig. Das ist interessant. Also brauche ich den Venus Cube vielleicht gar nicht. Ah, gut. So. Was denn da? Okay. Aha, ich habe gesehen, dass sie kommt. Und da kommen auch welche von der Seite. Seht ihr das? Haha. Oh, oh. Ja, das ist immer der mieseste... Das ist die Fernkampfattacke, die sie haben. Okay. Heilung ist nötig. Ah, sind in der Wand. Aber das habe ich im Griff. Sie dürfen nur nicht Fernkampfangriffe starten, weil dann machen sie diesen Schlangenzauber, den sie da haben, und der macht den meisten Schaden. Weil ihr seht ja, was hier passiert. Die treffen mich ja gar nicht mehr. Oder wenn sie mich treffen, dann eher selten. Aber dann auch heftig, okay. Ich will sie nicht ganz unterschätzen. Jetzt treffe ich sie nicht mehr. Sie sind auch hinter mir. Okay, alles klar. Das erklärt das. Natürlich sehr, sehr gut. Warum ich hier nichts... Eieiei. So, was passiert? Von... Oh, oh. Nein! Eine Salbe hat mich gerettet. Jetzt könnte es nochmal knapp werden hier. Spannend, spannend bleibt es. So. Habe ich den Gang jetzt da leer gemacht? Nein. Es sind noch diese... Das sind diese das sind die Magier hier. War es das jetzt? Ah. War es das jetzt? Aber es ist auch wieder ein anderer Gegnertyp. Es ist irgendwie nicht so klar. Ich spawne die jetzt wirklich oder nicht? Ah, so langsam bin ich geneigt, das zu sehen, dass sie entsprechend respawnen. Mal wieder ganz zurück. Denn das wird tut bitter Not jetzt. Und Paulsen ist auch schon ganz wund geschlagen, aber dann ist er wieder ganz gesund. Das geht in einem Schlag. So. Hier ist jetzt wieder Ruhe. Vielleicht erwischen die einen hier nicht, vielleicht spawnen die hier nur, aber das war trotzdem ein sehr, sehr schreckliches Erlebnis. Aber wir haben... Conrad ist schon fast dabei, Stufe 5 als Kämpfer zu erreichen. Das heißt, er müsste dann mindestens 100 Trefferpunkte, sollte er dann meines Erachtens schon kriegen. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, ob ich die vielleicht immer mal alle besiegt habe, die Geister. Oder ob das wirklich sowas ist wie... Sie kommen immer wieder. Also hier sind ja schon mal welche. Aber diese Geister sind ja Pipifax, das ist ja nicht das Problem. Sind ja einfach bloß irgendwelche Kutten. Nicht gerade die kampfstärksten. Aber ich glaube, dieser Flur hier, dieser, ja, Rundgang, ist, glaube ich, mit der Gegner verseuchteste im ganzen Spiel. War es das? Oh, direkt aus der Dunkelheit kommt so eine Schlange. Es war es nicht. K
Conrads Kampfkraft, nur 98, das reicht nicht. Kampfkraft hat sich aber verbessert. Also dafür sind diese Geister natürlich super. Aufzuleveln. Und hier ist ein kleiner Schalter, der uns dann diesen Durchgang hier öffnet. Und Geister von hinten. Oh oh. Es geht schon. Oh oh. Nein, wir sind tot. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich habe mich übernommen. Vielleicht sollten wir nochmal Valens Cube einsetzen. Oh oh. Ja, da respawnen sie schon. Ich glaube, meine Theorie, dass ich die irgendwann aufgebraucht habe, ist nicht haltbar. 99 Lebenspunkte. Komm schon, 100 wirst du hinkriegen, Conrad. Das geht. Das geht. Na, wo sind sie jetzt? Hier in der Wand. Und hinter uns. Vielleicht geht's auch nicht. Aber ich will es nicht unversucht lassen. So, von wo kommen sie jetzt? Ja, von da. Wow, 339 Schaden. Und 82 Zauberpunkte. Wie viel hat er denn davor noch? Steigt das auch mit auf? Nee, das steigt nicht mit auf, nur Lebenspunkte. 100 müsste doch gehen, oder? Schon. Conrad. Das Gute mit den Smaragdwaffen, hier kann man viel Schaden an den Geistern machen. Das Problem ist, sie machen auch viel Schaden. Oh, von da kommen sie. Ne? Das ist auch zu wenig. Irgendwie so 98 oder sowas, das kann ich noch akzeptieren, aber weniger nicht. Manchmal glaube ich, die darf man gar nicht angucken. Das ist genauso wie vielleicht bei den Feuerbällen da in der zweiten Ebene. 94 ist auch wieder zu wenig. Na komm schon, Mann, das kriegen wir hin. Okay, wenn es wenigstens 95 sind, dann sage ich okay. Komm, da sind noch mehr. Knappe Ecke hier. Na? So, 97, das ist gut. Okay, das nehme ich an und könnte Porzen auch fast eine Stufe aufsteigen. Ah. Hier kann man wirklich gut das Kämpferlevel trainieren, sehe ich gerade. Wenn die nicht kommen würden. Das sind die schlimmsten von allen. Da ist der Valens Cube einmal eingesetzt. Und aufgeladen, denn er hat die Gegner absorbiert. Die gegnerische Magie. Und dann müssen wir sie auch wieder entladen. It didn't do anything. Didn't do anything? It didn't do anything. Was? Das kann gar nicht sein. Funktioniert das nicht gegen diese Kutten hier? Oder wie? Doch. War's das?
Ach, gefährliche Ecke ist das trotz alledem. Selbst mit dem Valens Cube. Der noch nicht mal die volle Magie zurückerstattet, sondern wahrscheinlich nur irgendwie so 50 oder sowas. Oder auf jeden Fall nicht die volle, das hätte ich jetzt gedacht. Also hat der Valens Cube eine Art Limitierung von dem, was er an magischen Kräften aufnehmen kann, in sich tatsächlich. Das ist natürlich mies. So, und kommen wir jetzt mal weiter. Oder ist das ja ein ewiges... Stell dich ein. So, hier war Gefahrenzone. Valens Würfel. Bis alle Platz sind. Badabadam. Badabadabadam. 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 Genug? Nein? Kriegen wir dafür Magiepunkte? Überhaupt nicht. So. Badabadabadam. It didn't do anything. It didn't do anything. Okay, ich bin auch nicht in der Reichweite, wahrscheinlich. Oh, hier ist was. Ein Schalter. Und was ist hier drin? Langsam mal ziemlich auf den Senkel, dieses ganze Das Ding nervt. Dieses Level nervt. So, was machen wir denn jetzt? Gehen wir unten lang oder oben lang? Wir können mal gucken. Oh, ich glaube, unten lang gehen ist absolut nicht ratsam. Ich habe schon meine Maus gerade eingefroren. Denn hier ist nichts drin. Und hier ist ein Schalter mit einem Hebel. Schön mit Rubin verziert, aber auch nichts weiter. So, und ist jetzt hier Schicht im Schacht oder... Weil irgendwie höre ich nichts mehr. Gehen wir jetzt nach Norden oder nach Süden? Ich glaube, wir gehen erstmal nach Süden. Durch dieses schöne Tor. Oh, ja, ich will da durch, ja. Ah! Hula! Eieiei, hat mich das erschreckt. Wer war das? Warst du das? Wer ist denn das eigentlich immer? Sind das diese Kämpfergeister oder die Magiergeister? Ist immer schwer zu sagen, finde ich. Ich weiß, wo die Kämpfer setzen manchmal auch so ein... Nicht so, It didn't do anything. Schlangenhaften Zauber ein. So, kann ich jetzt in Ruhe die Tür aufmachen, oder? Meister Conrad ist Gauner Stufe 5. Und hat das Langschwert Beschützer gefunden, welches uns tatsächlich einen Bonus auf die Verteidigung gibt. Aber immer noch nicht so viel wie der Säbelschnitter. Das Ding ist einfach das Nonplusultra, wenn es um Verteidigungsangriffswaffen geht. Aber was ist denn mit Beschützer? Das sieht zumindest fetzig aus mit einem Rubin am Knauf und Rubine hier noch in der Schwertscheide. Also, nicht schlecht, würde ich sagen. Oh ja, okay, es macht 20 Schaden oder einen Waffenfaktor von 20. Das ist nicht so viel tatsächlich und... Aber es gibt 5 auf Protection, also es ist um 2 Punkte besser als ein Rapier. Aber mit Schnitter kann nichts mithalten, das ist einfach die beste Waffe aller Zeiten. Hm, empty. Empty. Hm, empty. All I have is at your disposal. So, aber mal gucken.
machen. Ich glaube sogar, jetzt kommt eine Sache, wo wir zwei Schalter drücken müssen. Einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Da müssen wir was rüberwerfen. Bitte nicht. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn wir uns runterfallen lassen, weil dann kommen wir in einen Abschnitt, den ich unbedingt noch erkunden möchte. Also, rein in die nette Grube. Denn hier befinden wir uns in einem völlig anderen Abschnitt von Level 2. Und ja, da müssen wir eben durch. Hier ist ein Schalter, aber was hier viel wichtiger ist, ist tatsächlich ein großer Kampf. Wir hören schon etwas schnauben. Da sieht man es schon. Es bewegt sich ein bisschen, aber es greift noch nicht an. Ein bisschen mehr sieht man es hier. Es hat etwas Großes in der Hand. Und das ist auch das Einzige, was man hier entdecken kann. Und es greift uns nicht an. Es ist quasi wie der Ork-Captain in Roland's Mansion. My next meal. My next meal ist das. Oder es ist ein Minotaurus mit einem Riesenhammer. Blutiger Schnauze und auch sonst nicht sehr freundlich. Aber Bakata macht gut Schaden. Welcher seiner zwei Wachen auch immer. Und ich habe ja auch nur die Smaragdwaffen angelegt, fällt mir gerade auf. Aber dann lässt er was fallen. Nämlich das Minotaurus-Horn, das für irgendwas gut ist. Und den Holzhammer Donner. Der Holzhammer Donner macht tatsächlich mehr Schaden als der Holzhammer Hammerhai und hat auch noch eine Spezialfähigkeit, die wir jetzt nicht gesehen haben, weil der Minotaurus die zu unserem Glück nicht eingesetzt hat. Aber der hat irgendeine Fähigkeit hier. Irgendwas Besonderes konnte er machen. Lass mich kurz gucken. Immer kurz gucken. Wer ist das Ding? Donner. Thunder. Okay, das Ding hat einen Waffenfaktor von 56, also ist ziemlich hoch. Und es hat eine 25-prozentige Chance, also 1 in 4, Donnerschaden zu machen. Und dann wackelt der Bildschirm so ein bisschen und es gibt so ein Grollen. Und was es aber dann bewirkt, ist den dreifachen Schaden. Also macht er dreifachen Schaden. Und ja, insofern eine Top-Waffe, die ich wohl Paulsen in die Hand drücke. Einfach, weil er dann ein cooler Ritter mit Hammer ist. Tja. Dann werden wir rasten. Wir sind übrigens wieder auf der Hühnchenebene. Und jetzt heißt es eigentlich bloß noch hier raus wieder. Das Ganze ist optional. Ja. Jetzt haben wir ja schon den Schlüssel oder den Schalter hier gesehen, wo wir das Horn einsetzen müssen, sonst kommen wir nicht raus. Und jetzt geht es in ein kleines Labyrinth, auf das ich mich schon freue. Und erinnert ihr euch noch an den Geheimgang da in dem Löcherraum? Das ist tatsächlich. This looks dangerous. Ja, das ist auch gefährlich. Und nicht so gefährlich wie diese Hühnchen. Weil da kommen wir nämlich, glaube ich, raus. Tatsächlich. Vielleicht haben wir durch das Horn, hula, haben wir jetzt auch ein paar Löcher deaktiviert. Das wäre jetzt schön. Oh, jetzt ist der Durchgang hier versperrt. Was soll das denn? Er ist wieder zugegangen. I seem to detect a pressure plate to the south. Ja, da ist auch eine Pressure Plate. Hühnchen weg. Oh, zwei Hühnchen. Au, 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 au. Ja, die Gegner hier
halten nicht viel aus, aber machen viel Schaden. Wenn sie dann mal zum Zug kommen. Okay, aber was ist das? Autsch. Mehr Hühnchen. Hier haben sich die ganzen Hühnchen des Levels versteckt. Oh, und da waren ein Haufen Schalter, waren hier tatsächlich in der Wand. Das ist auch interessant. Okay, wartet mal. Ich werde mal hier speichern. Weil was ist denn mit dem Gang da? Den habe ich jetzt ja... Konnte ich jetzt ja nicht weiter erkunden, tatsächlich. Oder wie war das? So, hier bin ich jetzt ja... In einem... Was ist das für ein Raum hier? Diese Ecke gibt es ja gar nicht anscheinend. Aha. Und hinter mir wird das automatisch dann zugemacht. Dieses Feld, auf das wir treten, das gibt es also als Raum gar nicht. Wir befinden uns quasi im Nichts der Karte in dem Moment. Wir können dann auch nicht mehr zurück. Es sei denn, wir lassen uns wieder runterfallen. Also ist das wohl nur von einer Seite betretbar auch. Ja. Ist keine Geheimwand. Aber das ist natürlich auch wieder interessant. Genauso interessant, wie dass Bakata immer noch kein Stufe 4 Heilzauber sprechen kann. Das regt mich ein bisschen auf. Da ist sogar Paulsen weiter. Das sollte ich mal korrigieren. Aber was ist denn jetzt mit diesen Schaltern da unten? Erstmal erkunde ich diesen Raum hier. Voll mit Hühnchen! Oh, noch mehr Hühnchen. Und Helm Prentiss. Was macht Helm Prentiss? Okay, da hat sich das ja doch nochmal wieder gelohnt, hier lang zu gehen. Helm Prentiss ist gut für... Pickel. Nee. Wofür ist das gut? Gegen Pickel? Prentiss. Es hat einen Schutzwert von 7. Tja, sonst steht hier nichts dabei, was es irgendwie besonders könnte. Ich meine, wir würden es ja sehen, wenn wir es anlegen. Oh. Ist wohl doch besser als ein Zwergenhelm. Na gut, dann kriegst du halt Helm Prentiss und Paulsen kriegt den... Ah ne, der Zwergenhelm ist sogar schlechter. Okay, dann können wir den Zwergenhelm ablegen, aber dann ist Helm Prentiss... Um 2 Punkte besser als ein Visierhelm. Okay. Was auch mal ein Prentiss-Helm jetzt genau ist. Ich brauch's gar nicht so genau wissen. So, hier geht's wahrscheinlich dann raus. Aber was ist mit diesen merkwürdigen Schaltern da an der Wand? So wie ich das einschätze, werden die uns alle umbringen. This looks dangerous. Es sieht dangerous aus, aber es hat nichts bewirkt. Tja. Und mehr sagt mir meine schlaue Karte auch nicht. Also gehen wir zum Tor. Kommt da Feuer von hinten raus? Nö. Wir warten ein bisschen, aber da kommt nichts. Und hier liegt noch ein Schwert. Das ist die Rapier, der Rapierkralle. Das zweite Mal, dass wir Kralle finden. Also könnten wir Bakata mit 2 Krallen ausstatten. So, und dann sind wir bei dem Geheimgang, der uns ins Loch führt direkt eigentlich. Und das wäre dann auch dieser Abschnitt dann. Und dann geht's wieder zurück in Level 3. It's just an illusion. It's just an illusion. Tja, da können wir doch gerade rasten hier bei der Illusion. Uiuiui. Und dann
Hühnchen ist da. Aber Hühnchen kommen nicht zu uns hin. Oder? Das bedeutet, dass das hier tatsächlich ein ganz normales Loch ist und dass wir uns reinfallen lassen müssen, ja. Also, mir soll es recht sein. Ich habe sowieso keine Lust auf Hühnchenkämpfe jetzt gerade. Denn wir müssen ja auch wieder zurück zu Level 3. Ah! Und ich sag's noch, ich habe keine Lust auf Hühnchenkämpfe, was passiert. So ein Hühnchen taucht direkt vor uns auf. Ja, okay. Und dann hoch wieder hoch. Ins wunderbare Level 3. Okay. Dadurch, und jetzt müssen wir das Loch da ja zumachen. Sonst geht's nicht weiter. Und, ja. Aber gut, das, ja, nee, machen wir nicht beim nächsten Mal, machen wir jetzt. Ich will es hinter mich bringen, den White Tower, das schrecklichste Level aller Zeiten hier. Ich renne hier durch. Ich werde wahnsinnig. Und da sind sie auch schon. Unsere guten alten Geisterkollegen. Und von der anderen Seite kommen sie natürlich auch noch. So, war's das? Okay. So. Hier drücken und da was überwerfen. Dann geht das zu. Ah, schön. Nehmen wir den Schädel wieder mit. Hey! Keine Schnecken hier. Schlangen, meine ich. Schneckenangriff! Und von der anderen Seite kommen sie auch nochmal. Sogar vier Stück oder was da waren. Kein Interesse an euren Geisteraktivitäten. Oh, aber sie anscheinend an mir. Sehr deutlich sogar. Aufladen und abladen. Paulson verzieht schmerzverzerrt das Gesicht. Ich kann es ihm nachempfinden. So. Ist wieder Ruhe? Nee. Was hat er da gemacht? Deswegen so ein komischer Zauber. Noch mehr. Gut. Kann ich bitte weiter? Oh. Geister, Geister hier und dort, geben nicht auf, kommen immer wieder fort, raus aus ihren Löchern. Ich überlege gerade. Also, bis zu diesem Punkt sind uns ja keine neuen Geister bis aufgetaucht, nur immer, wenn wir hier einen Schritt weitergehen, dann kommen wieder neue, ein ganzer Haufen. Ist es vielleicht so, dass das wirklich doch nicht respawnt, aber so viele sind, dass man denkt, dass die immer respawnen? Da bin ich echt mal, würde mich echt mal interessieren, was da locked gang und gäbe ist hier im Spiel. Wenn bloß noch solche ollen Pupgeister hier kommen, dann ist es ja in Ordnung. Conrad macht's auf. 8 Crowns. 8 Crowns. Boah, wir werden reicher und reicher. Und wir haben das Langschwert Entropie gefunden. Welches nicht viel mehr Schaden als unser Smaragdschwert macht, was ja eigentlich eine schwache Waffe von vornherein ist. Was macht das? Entropy. Oh. Was?
Oh, ich glaube, das ist... Es hat einen Waffenfaktor von 40, aber es hat die Chance to strike bearer every seventh blow. Also, es gibt eine Chance, dass bei jedem siebten Schlag der Träger getroffen wird. In dem Fall ja dann Conrad oder wer immer das Ding dann hat. Aber das ist ja eine Fluchwaffe dann. Das ist ja vollkommener Murks. Was will ich denn damit? Und ist auch noch schwächer, also... Entropie. Tö, ich verzichte. Ich verzichte darauf. Hm. Ja. Das wird natürlich gleich quittiert. Entziehe ihnen ihre untote Lebensenergie, Würfel. Noch einer. Und wieder magischer Geisterangriff. So was? Ist da noch einer? Ja. Und von hinten kommen sie auch nochmal wieder. It didn't do anything. It didn't do anything? Du musst es richtig benutzen, Conrad. Du müsstest doch inzwischen Erfahrung damit haben. Ich höre es schon wieder. Okay, der Hammer kommt da raus aus der Hand. Kater kann dann erstmal das Schwert kriegen. Der trifft ihn ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Außerdem will ich Paulsen als Sekundärheiler da mehr einsetzen als Kämpfer. Als Kämpfer. So. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Süden da den Gang hinunter. Denn dort könnten wir was Nettes finden, tatsächlich. In einem Geheimgang. S-Geheimgang. Oder Geheimwand. Dessen Ende... sich irgendwas befindet. Irgendwie steigt Conrad auch nicht wieder auf als Gauner. Eigentlich müsste er immer ausgewählt werden als höchster... als der mit dem höchsten Gaunerwert. Das ist unser bester Gauner im Stall. Zwergenstiefel. Gut. Besser als normale Stiefel. Und dann. Den Stab Tarsal. Einen weiteren Zauberschlüssel. Diesmal einen wunderschönen blauen. Empty. Und das war's. Aber gut. Das war eine gute Ausbeute. Die Frage ist nur, was macht der Stab Tarsal noch? Was Besonderes? Ein Staff. Nö. Hat einfach 13 Schaden, also ist eigentlich Murks. Toll. Und hey. Was ihr könnt, kann ich auch. Wo seid ihr denn? Mit dem ich ja mystischen Magie um mich werfen. Ah, hier war er. Da. Ah, die sind das doch. Ich habe euch enttarnt. Ihr Samurai-Geister. Von Valens. Wow. Conrad hat's erwischt. Von hinten kamen sie. Ich kann auch langsam nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach nur noch nervig. Ich kann es nicht mehr beschönigen. Der Geist am Anfang hatte absolut recht, dass er uns hier gewarnt hat vor diesem Haufen von Irren.
It didn't do anything. It didn't do anything, ja, muss auch richtig stehen. Okay. Ich habe das Bedürfnis, einfach durchzurennen jetzt nur noch. Das dringende Bedürfnis, wohlgemerkt. Halten wir den Schlüssel bereit. Und komm nicht weiter. Weil irgendwas hängt. Irgendwas hängt hier. Ich weiß nicht was. Irgendwas hängt hier. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Auch das Menü funktioniert nicht mehr. Die Musik spielt weiter. Aber alles andere hängt. Hallo? Ich kann Numlock noch an- und ausmachen. Okay, aber das hilft mir hier nicht weiter. Ja, das Spiel ist eingefroren. Okay, na gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben ja schon viel geschafft vom White Tower. Viel ist es nicht mehr. Aber ja, ich kann verstehen, warum dieses Level immer noch eine Katastrophe ist. Ich meine, als ich das durchgespielt habe, war es ein bisschen einfacher für mich. Vielleicht war... Aber ich muss ja spätestens hier dann auch meine Probleme gehabt haben. Weil am Anfang sah es wirklich so aus, als könnte man die alle noch besiegen, die Geister, aber... Vielleicht habe ich auch den internen Counter vom Spiel kaputt gemacht. So nach dem Motto, so viele Geister sollst du eigentlich gar nicht besiegen können und jetzt ist das Spiel hinüber oder so. Oder vielleicht hätte ich nicht vor dem Geist hier weglaufen sollen. Naja, da sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Lands of Lore. Ich bin GB of Akkadalmeister und sage, bis dahin.